letzte Frage von mir. 10 Jahre Niederlande. Inwiefern haben denn diese 10 Jahre Ihren Blick auf Südtirol verändert? Wenn, aber ich nehme an, schon. Ich komme gerne hier in den Urlaub zurück, muss ich sagen. Sie haben sich natürlich verändert. Und zwar nicht so sehr, weil ich jetzt das anders fühle. Aber ich persönlich, für mich, ich habe viel mehr Demut, ich bin viel demütiger geworden. Und wenn ich dann nach Südtirol komme und irgendwelche Dinge in der Zeitung lese, ja, mein Gott, was haben die für Probleme? Da denke ich mir dann oft, ne? Wenn in der ersten Seite von den lokalen Zeitungen der Bär groß getreten wird und was ist jetzt mit dem Bär und soll ich den schießen oder ja, dann denke ich mir schon, das sind Probleme, die eigentlich alle haben möchten. Und ich muss für mich selbst sagen, dass ich so eine Lebenseinstellung entwickelt habe, im Bewusstsein ein absolut privilegierter Mensch zu sein. Und wenn mich jemand fragt, wann fährst du in Urlaub, dann sage ich, ich bin im Urlaub. Ich bin immer im Urlaub. Vom 1. Januar jedes Jahres bis zum 31. Dezember jedes Jahres bin ich im Urlaub. Weil ich habe all das, was die meisten Leute auf dieser Welt sich nicht mal träumen können. Und das ist Urlaub. Wunderbar. Dann stelle ich nur noch die Frage, gibt es gern jemanden im Publikum, der oder die eine Frage loswerden möchte? Bitte gerne. Alle hinten auch, ja. Ich gebe wieder mein Mikrofon, ich brauche es nicht mehr. Es gibt schon, ich brauche es nicht mehr. Ich würde gerne fragen. Ein bisschen näher, es ist so sehr, es ist die heute nochmal dieselbe Entscheidung treffen wird über Gaddafi, nachdem es in Libyen ja eigentlich nicht besser geworden ist. Und welche Beweismittel und wie oft sind Sie nach Tripolis, um da wirklich dann die Entscheidung zu treffen? Also, man muss alles im Kontext setzen. Und natürlich würde ich die Entscheidung nochmal so treffen. Keine Frage. Weil in dem Moment war sie die richtige Entscheidung. Ob sie dann politisch sich das alles dann so zugetragen hat, wie, ist ja nicht in meiner Macht. Das stand ja nicht in meiner Macht. Meine Macht stand nur zu entscheiden, ob bestimmte Dinge, die passiert sind, ob die zurückzuführen sind auf eine Verantwortung von Gaddafi. Und vielmehr, ich habe keine politische Entscheidung getroffen, sondern eine sachliche Entscheidung getroffen. Dass dann der arabische Frühling, dass sich das alles anders entwickelt hat, das ist nicht die Schuld vom Gerichtshof, sondern das ist die Schuld von der Politik, die eigentlich grundsätzlich was ich gelernt habe, um das jetzt ein bisschen zu erweitern, was ich gelernt habe, und das ist nicht sehr positiv, muss ich sagen, dass jeder Staat, ich sage es andersrum, dass es eigentlich keine übergeordneten Werte, internationalen Werte gibt. Jeder Staat, jeder Nationalstaat versucht, durch die internationale Organisation sein internes Interesse zu betreiben. Ich hab mich immer der Illusion hingegeben, muss ich sagen, dass es ein übergeordnetes Interesse gibt, das irgendwo auch über die Interessen der Nationalstaaten besteht. Und ich muss leider, habe ich festgestellt, dass es so nicht ist. Und das, ja. Aber dass nachher, wie die Dame gerade sagt, nach Gaddafi,
eigentlich in Libyen und überhaupt in der ganzen Aufbruchstimmung in der arabischen Welt nichts besser geworden ist, um es ganz sanft zu formulieren, entbehrt nicht einer gewissen Tragik, oder? Nein, absolut, absolut. Aber das ist eine politische, das ist eine politische Entwicklung. Ich muss aber zur Frage stellen. In Tripolis, wir Richter waren relativ wenig in die Situationsländer, und zwar deswegen, weil die sicherheitspolitischen Gegebenheiten meist nicht gegeben sind. Da geht es ja um brutale Checks von Seiten der UNO und die ganzen militärischen, das ist alles ganz, ganz heikel. In Tripoli zum Beispiel waren vier von unseren Leuten, die wir klinisch getan haben, sie haben 27 Tage waren sie in Haft, haben sie sich festgesetzt. Ne? Das war, ist nicht so ungefährlich, wie man meint. Meine Frage schließt an die erste Frage an. Laut Völkerrecht sind Einmischungen in fremde Staaten ja verboten, auch wenn es sich dort um eine Diktatur handelt. Genauso laut Völkerrecht nicht erlaubt, Wirtschaftssanktionen, das Aushungern, wie es immer wieder passiert. Was geschieht mit den Präsidenten, Premiers, die für Regime Change verantwortlich sind, mit Hunderttausenden von Toten? Wo finden die entscheiden, ja, jetzt rücken wir irgendwo ein mit Bomben, wo finden diese Menschen ihren Richter? Anspielung, ich meine, reden wir Klartext, Anspielung USA und so. Auch Großbritannien. Ja, Großbritannien. Frankreich. Rammstein. Ja, okay. Also ich muss erst einmal sagen, es ist so, die Anfangsformulierung ist insofern nicht ganz richtig. Ich sag, grundsätzlich vielleicht schon, aber ich meine, es gibt unter § 7 der UN-Charta gibt es natürlich eine Möglichkeit von Seiten der UNO, des Sicherheitsrates, zu intervenieren, nicht? Die Autorisierung. Das heißt, ohne den UNO-Sicherheitsrat geht es nicht. Sagen wir es so. Da muss ich jetzt eine kleine juristische Klammer öffnen. Ich habe zuerst gesagt, wir sind einem Regelwerk, wir unterstehen einem Regelwerk. Dieses Regelwerk ist das Rom, das heißt das römische Statut 1998. Ich bin als Richter, wir sind alle an dieses Gesetz gebunden. Dieses Gesetz wurde in Rom ausverhandelt von innerhalb einer UN-Konferenz. Die heißt eine diplomatische Konferenz. Nicht? Und dann von den Staaten unterzeichnet. Dass dieses Regelwerk Lücken und Tücken hat, ist ja klar. Es ist ein Kompromiss. Es ist das Resultat eines Kompromisses, der innerhalb der damaligen internationalen Staatengemeinschaft gefunden worden ist. Und das geht ja so weit zum Beispiel, dass die USA das römische Statut in Rom unterzeichnet haben, aber dann Clinton, und dann Bush gekommen ist, der dann das nicht ratifiziert hat. Dass dieses Regelwerk, und das merke mir jeden täglich, dass dieses Regelwerk völlig ist vielleicht übertrieben, aber sehr lückenhaft ist und somit, wenn man guten Willens ist, viel machen kann, wenn man nicht guten Willens ist, wenig machen kann, ist ja klar. Und da kommt wieder die politischen Überlegungen hin. Ich möchte nur ein Beispiel geben, um zu erklären, wie kompliziert das alles ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, ich sage jetzt im Jahr 2000 irgendwas, 2011, 12,
13, so in der Gegend, gab es eine Episode, das heißt, 7 Schiffe sind im Mittelmeer Richtung Israel gezogen und wollten das Embargo, Gaza-Embargo durchbrechen und der Bevölkerung in Gaza Hilfsmittel bringen. Okay? Diese 7 Schiffe wurden von den Israeli attackiert. Hubschrauber mit Schiffen von überall her. Einige von den Besatzungsmitgliedern wurden auch getötet, andere sind verhaftet worden, misshandelt worden, gefoltert worden, was weiß ich was alles. Das alles wurde beschlagnahmt und. Was passiert? Ein Staat, die Komoren, das ist so eine Inselgruppe im Indischen Ozean, die haben bei uns Anzeige erstattet, bei der Anklagebehörde am Gericht. Anzeige erstattet wegen Kriegsverbrechen, angeblich Kriegsverbrechen, die Israeli begangen hätten. Warum die Komoren? Weil eines dieser Schiffe, wo die meisten Besatzungsmitglieder an Bord, dessen die meisten Besatzungsmitglieder waren, die getötet wurden, die komorische Flagge jetzt kommt es zu sogenannten Preliminary Examinations, Vorermittlungen seitens der Anklagebehörde, die irgendwann nach monatelangem was weiß ich was eine Entscheidung trifft, die sagt, okay, es gab Kriegsverbrechen, es waren ziemlich, er hat das alles rekonstruiert und es war ziemlich brutal alles zusammen, Tote und. Mehrere Arten von Kriegsverbrechen, Mord, Pillaging und was weiß ich. Plünderung. Aber es ist nicht schwer genug, damit wir was machen, damit wir als Internationaler Strafgerichtshof eingreifen. Was heißt das? In unserem Regelwerk gibt es einen Paragraphen, der auch die Gravity berücksichtigt. Das heißt, was ja verständlich ist, weil wir sind ja nur 18 Richter und wir sind ja relativ eine kleine Organisation. Wenn ich jetzt 100 Fälle habe, dann muss ich ja, kann ich nicht alle behandeln, dann muss ich ja die kleineren ausschließen, die less grave, ne? Die weniger schwerwiegend. Die Komoren machen gegen diese, heben Einspruch gegen diese Entscheidung der Anklagebehörde und es kommt auf meinen Schreibtisch. Ich habe dann wieder alles studiert und habe die Anklagebehörde angewiesen, sie sollen alles nochmal, und zwar habe ich das begründet, überdenken. Und mit der Anleitung, sagen wir, nicht mal so sehr zwischen den Zeilen, sie sollen formelle Ermittlungen einleiten. Ich weiß, weil man lebt ja nicht in einer Kugel, sondern ich lebe auch auf der Erde, ich lese auch Zeilen, ich weiß, dass der Ministerpräsident, der israelische Ministerpräsident, non amused war über diese Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja. Und das ist der jetzt auf der Kippe steht, immer dasselbe. Ne? Aber sehr non amused, weil das kriegt man dann schon mit. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie das als problematisch hinstellen. Wir unterliegen, nicht wir, wir aber, sagen wir, das Gericht an sich unterliegt ja auch einem politischen Druck. Und dieser politische Druck ist natürlich größer, wenn er von Staaten kommt, die politisch mehr Einfluss haben. Es ist ja erst im April, Mai dieses Jahres, hat der frühere Sicherheitschef von Trump, früher, weil er letzte Woche zurückgetreten ist, Bolton, ja, über den ICC so gewettert, dass wenn die, und gesagt, dass wenn die sich erlauben, irgendwelche
amerikanischen Interessen irgendeine Mitleidenschaft zu ziehen, dann werden die keine Einreisebewilligungen nach Amerika mehr haben und alle ihre Güter in Amerika werden beschlagnahmt. Ich habe zum Glück keine Besitz mehr. Ja. Aber natürlich sind wir auch politisch genug ausgesetzt. Und dazu muss ich noch was sagen, damit es verständlich ist. Die Richter und Staatsanwälte, es gibt 20 elected officials, ja, 20, 18 Richter und 2 Ankläger, okay? Alles andere sind Staff, haben einen Vertrag. Wir haben ein Mandat. Unter den 18 Richtern, ich bin sehr oft, kommt der Kollege aus Deutschland, das war ein Richter am Bundesgerichtshof, zu mir nach Hause Champions League schauen, weil ich gut kochen kann, der nicht. Und dann kommt er zu mir nach Hause und dann essen. Und wir sagen immer wieder, es gibt unter den 18 ganz, ganz wenige Kollegen, die, wie ich und er, vorher genau diesen Job ausgeübt haben. Viele meiner Kollegen waren frühere Diplomaten. Die waren gar nicht Richter. Waren Universitätsprofessoren. Die waren nicht Richter. Und wenn man ein Diplomat ist und auf eine diplomatische Karriere zurückblickt, dann ist das mit der Unabhängigkeit auch nicht so unbedingt weit her. Die sind ja im Dienste des Staates. Während ich das nicht bin, ich habe mit meinen französischen Kollegen, den ich sehr schätze, mittlerweile, ganz am Anfang sind wir zusammengekracht, weil er seine Französität und la langue française und sprachlich unbedingt. Dann habe ich gesagt, du bist nicht der französische Richter. Du bist der Richter am Richter des Strafgerichtshofs und nicht der französische Richter. Du musst dich irgendwann mal abkapseln von dieser Idee, dass du französischer Richter bist. Ich bin auch nicht italienischer Richter, sondern ich war Richter. Aber das ist nicht so leicht, wenn man diese Unabhängigkeit nicht vorher auch schon im vorigen Leben gelebt hat. Und natürlich, und abschließend, weil ich sehe, dass der Herr Daun sehr nervös wird, ja, und abschließend möchte ich noch was sagen. Bei allen Problemen, die dieses Gericht hat, bei allen Problemen, die, ich glaube, sie eigentlich ziemlich offen auch dargelegt haben, es gibt noch mehrere natürlich, bin ich froh, dass es ihn gibt. Weil wir sind hier und diskutieren darüber. Wir hätten uns nie träumen lassen vor 20 Jahren, nicht vor 100, vor 20 Jahren, dass es sowas überhaupt jemals geben wird. Und dass es ihn gibt, ist der bestätigende Möglichkeit, dass man das verbessert. Wir sind nicht perfekt, aber ich glaube, es ist besser, wir diskutieren über was, was existiert, als dass wir denken, da gibt es eh nichts, kann man eh nichts machen. Ja, vielen Dank. Die vielleicht jüngste Besucherin heute Abend will noch eine Frage stellen, und dann kommt zu mir bitte. Die Greta. Die sind euch weiter. Ah, die sind euch. Soll ich selbst starten? Ja. Sie haben ja gesagt, die Schuldfähig ist so ein Mensch. Haben Sie darüber nachgedacht? Und zu welchem Schluss sind Sie da gekommen? Der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, dass zwischen der Schuldfähigkeit einer Person und dem Schutz der Bevölkerung im großen Sinne glaube ich, dass man das abwägen muss. Und ich persönlich gebe dem Schutz der Bevölkerung einen größeren Wert als der Schuldfähigkeit oder Nichtschuldfähigkeit des Einzelnen. Okay. Danke. So.
Nein, sie heißt nicht Greta, aber sie haben es immer so vorgestellt. Ja. Ich kann ja nicht Maria sagen. Was ja, aber sie war genauso ernst wie die. Okay, ja, ich meine, sehr vorgestellt. So, ich bedanke mich sehr herzlich bei Kuno Dampus für diesen, wie ich finde, interessanten Abend. Wir sind natürlich die Ersten, so habe ich Sie verstanden, die erfahren, was Sie dann im nächsten Leben machen werden. Das sind wir die Ersten, die das erfahren, oder? Das ist versprochen, ne? Okay. Ja. Und jetzt gibt es noch einen Punkt, zu dem ich Sie sehr herzlich einlade. Danke, dass Sie da waren. Und schönen Abend. Danke.